Na, Kinders, willkommen zu einer neuen Folge Renaissance, zusammen mit dem lieben Phoenix. Ups. Was ups? Na, ich wollte eigentlich mein Dings wegwerfen, aber wurde nichts draus. Achso, ich wollte gerade schon sagen, ups, gibt es nicht mehr. So, liebe Leute, diese Folge wollen wir mal versuchen, den Server zu crashen. Nein, Scherz, wir wollen hier, neue Dimensionen erkunden. Genau, so war das. So hieß das. Und dafür müssen wir... Wir haben schon mal ein bisschen... Willst du mich verarschen? What the fuck? Okay, geil. Nice. Ja, genau. Das versuchen wir nämlich entweder diese Folge noch oder nächste Folge. Er schmeißt mir hier schon jede Menge Shiny Metal hin. Tesseract spawn. Ich frag mich, okay, du solltest mehr Ziegen opfern, du scheinst echt Glück zu haben. Okay. Alter. Okay, wir haben definitiv genug jetzt. Zumindest. Ja, ich kann auch welches machen. Ist echt? Ja, ja. Vom mir aus mach mal. Also, Shiny Metal kannst du nie genug haben. Brauchst du, glaube ich, auch noch nach für Deep Storage Units. So, wir brauchen eine Link-Panel-Page. Die machen wir, indem wir in den Ink-Mixer hier Ink und Paper reinschmeißen. Genau, haben wir ja schon vorbereitet, haben wir ja gesagt. So, dann schmeißen wir die hier in den Bookbinder. Dann brauchen wir Leder. Machen wir erstmal eins. So, und nennen die, keine Ahnung, Welt 1. Scheißegal. So, Descripted Book. So, jetzt brauchen wir aber noch ein Buch. Ganz wichtig, um wieder nach Hause zu kommen. Weil ansonsten stecken wir da drin fest. Also nehmen wir nochmal so eine Link-Panel-Page. Gehen diesmal nicht in den Bookbinder. Vor allem gehen wir vielleicht mal aus dem Game-Mode raus. Gehen ins Crafting-Menü. Packen das mit dem Leder zusammen und schon haben wir ein Unlinked Book. Was sagst du, wo wollen wir wieder rauskommen? Wollen wir hier in der Hütte wieder rauskommen oder wollen wir irgendwo einen Hub machen oder so? Nee, hier in der Hütte ist ganz gut. In der Hütte, okay, alles klar. Dann wollen wir hier wieder rauskommen. So, Linking Book. Jetzt brauchen wir Bookstands. Bookstand. Alles klar. Gehen wir mal eben Bookstand machen. Wir haben jetzt ja ein Crafting. Bookensticks. Ja, Leute, das hätte ich eigentlich auch so hingekriegt. Aber egal. Haben wir kein Wood mehr? Doch, oben. WTF, wir sollten in der Folgenpause vielleicht mal das ME-System ein bisschen befüllen. Jetzt haben wir das schon und wir nutzen trotzdem noch die Kisten. Da nicht. Da ist ein bisschen was, da ist ein bisschen was. Da sind ein paar Sticks. Wunderbar. Und Jump. Und scheiß Regen. Was? Was denn? Oh. What the fuck? Hey, geil, Phoenix hat ein Jetpack fertig. Was brauchst du dafür? Und ein Hydrogen. Hydrogen, okay. Deins ist auch schon fertig. Oh, cool. Fette Sache. Oh, stirb jetzt, Zombie. Ich hab gerade echt keine Zeit für dich. Und mach mir nicht die Felder kaputt. Arsch. Na komm. Angry Zombie. Und nochmal für die Zuschauer von Onkel Shopster, dies nennt man Produktivität. Bitte was? Dies nennt man Produktivität. Ich hab dich noch nicht verstanden. Dies nennt man Produktivität. Ach so, ja, ja klar, auf jeden Fall. Ich bin immer übelst produktiv. Nein, doch. Oh. Yeah. Was habe ich denn da bekommen? Ach, ein Jetpack. Yay, Hydrogen 0. Nice, egal. Grabstein weg. So, Bookstand. Klatschen wir mal dahin. Und dann nehmen wir das Descripted Book und klatschen es da drauf. Yay, yeah, geil. Jetzt müssten wir nur noch dahin klicken. Das tun wir jetzt aber mal eben nicht. Sondern wir gehen uns jetzt mal eben ein paar Steine holen. Wir sollten nämlich aufpassen, dass in der anderen Welt das Buch nicht voll geregnet wird. Ansonsten haben wir ein Problem. Steine sind wahrscheinlich wieder oben. Na. Nehmen wir direkt. Nein, wir nehmen kein Obsidian. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Da unten. Ecoglied Cobblestone. Alles klar. Haben wir. Und Jump. Und schon wieder 3 Herzen verloren. Nice. Haben wir Fackeln mit? Ich habe ein Glowstone-Schwert. 9 Attack Damage. What the? Cool. Ich kämpfe jetzt mit Glowstone. Ach ja, Fackeln wollte ich. Och, ey, komm, geh weg. 3 Schläge weg. Alles klar. Da sind meine Torches. So, wolltest du mitkommen? Wohin? Ja, in die Welt. Mistcraft. Komme sofort.
Alles klar, ich gehe schon mal vor und lade schon mal die Welt, denn jetzt wird's übelst laggen. Oh, jetzt kann ich nichts machen, weil du da was machst, ey. Der Server erstellt jetzt nämlich erstmal die Welt. Nice. Oh, okay. Der Server ist schnell. Scheinbar. Nee. Doch, ich bin. An sich bin ich schon drin. Ich sehe zwar noch nichts, aber. Ja. Wow, ich dachte gerade. Was geht denn hier ab? Hier fällt erstmal alles von der Decke, alles klar. Wir haben hier ein Dach über dem Kopf, wunderbar. Bookstand und Unlinked Book. Linking Book, so. Ja, komm. Put. So, ich hol meinen Jetpack und komm dir nach. Haha. Na toll, der hat nichts gedroppt, schade. So, und hier sind wir in der neuen Welt. Okay. Copperohr, Tinohr. Ist das da Osmium? Osmium-Ohr. Haben wir hier auch noch irgendwo Gold? Auf welcher Höhe sind wir eigentlich? Oh, knapp 40, glaube ich. Okay. Netherrack spawnt hier auch. Ist das da ein Pigman? Ich glaube, das ist ein Zombie-Pigman. Lol. Hast du gerade hier Feuerwerk gemacht, oder was? Ja. Ah, ach, du bist da hinten hingerannt. Okay, alles klar. Oh, nee, hier ist ganze Zeit Nacht in dieser Welt. Ja, und? Gut, dass ich ein Jetpack habe. Wo bist denn du jetzt auf einmal? Copper, Osmium. Hier ist nicht Nacht. Das ist eine einzige Höhle. Ach so. Du bist schon viel weiter gerannt, okay? Alles klar. Gut, nein, wunderbar, aber... Das heißt, du gehst jetzt nach Tempeln gucken, oder was? Hier wirst du keinen finden. Ach ja, stimmt. Egal, das können wir aber eigentlich ganz gut zum Abbauen nutzen. Aber wir sollten definitiv mal Upgrades für den Digital Miner machen. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich hier, wenn du in der anderen Welt bist, schlafen gehen? Bringt das was? Funktioniert das? Hey, das funktioniert, cool. Alles klar, nice. Ich fasse es nicht. Geh weg. Mann, so, gut, was? Ach ja, auch doch schon eine Leuchtmelter gebaut, ja, nice. So, schmelzen wir mal eben das Shiny Metal. Dann brauchen wir für den Tesseract Enderium. Enderium kriegen wir, wenn wir, Enderium Base sollten wir erstmal herstellen. Dafür brauchen wir Shiny, Silver und Tin. Gehen wir mal holen. Ja, komm, gehen wir hier hoch. Silber. Gut, 2x64. Tin. Nein, Tin, nicht Copper. So, haben wir jetzt auch. Tin, Silber und Shiny. Haben wir jetzt. Ich hab Wasser gefunden. Das und das da rein. Hä? Ach, ich muss die jetzt erst zu Ende braten, oder was? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was hast du gefunden? Wasser. Aha. Und ich glaube, ich habe einen Minecraft-Dungeon gefunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich habe einen Minecraft-Dungeon gefunden. Minecraft-Dungeon? Okay. Oh, such mal nach Kisten, Ender Lily Seeds. Nee, das ist ein verbuggter Dungeon, hier ist nichts mehr. Okay, schade. Hier ist einfach nur ein bisschen Holz. So, ich höre schon wieder einen Zombie. Wieso höre ich einen Zombie? Da. Wieso brennst du nicht? Weil du eine Rüstung an hast. Geh doch weg. Wieso kommen auf einmal so viele mit Rüstung? So, wie weit bist du hier? Komm, mach fertig. Silber, so. Shiny, Tin und Silber. Ich habe eine Enderperle. Ja, nice. Die Welt ist absolut Schrott. Ja, aber zum Meinen ist sie doch in Ordnung, oder nicht? Können wir noch eine neue erstellen? Vielleicht ist sie besser, ich weiß nicht. Ja, können wir auch, klar, sicher. Dann, während der hier die Enderium-Base schmilzt, gehe ich schon mal eben eine neue Welt erstellen. Und pack mal den ganzen Scheiß da unten weg. So, Link Panel Page, Bookbinder, Welt 2, Descriptive Book. So, dann machen wir noch einen Bookstand mit einem Oakwood und zwei Sticks. Hä? Oh, ich hatte noch einen Bookstand, ja egal. Bist du schon zurück? Ich brauche noch sehr lange. Oh, okay. Könntest du mal bitte in die alte... Nee, ich habe den Ausgang gefunden, gut. Okay, alles klar. So, wow. Okay, wir haben schon 16 Enderium Base. Nice. Dann nehme ich die restlichen 5 Shiny erstmal eben wieder raus. Jetzt bin ich zurück. Und ich glaube, das war's auch mit der Folge. Ach, echt schon wieder? Jo, das war schon wieder. Okay, liebe Leute, wir haben eine Mistcraft-Welt erstellt. Und eigentlich jetzt auch schon die zweite. Da gehen wir dann nächste Folge mal gucken und machen den Tesseract weiter. Und wenn wir was Vernünftiges gefunden haben, dann stellen wir da wahrscheinlich mal den Digital Miner und die Tesseracts auf. Und dann... kriegen wir mal hoffentlich mal ein paar mehr Erze. Dann würde ich sagen, sollten wir vielleicht auch mal eine automatische Erzverarbeitung und sowas machen, ne? Ja. Wäre vielleicht mal eine Idee, wa? Ja. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal eine Bewertung da, teilen nicht vergessen, bei dem anderen vorbeischauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.
Ciao.